Tolle Möglichkeiten, hier rumzuspielen und ein bisschen spielerisch zu werden und uns nicht selber so wahnsinnig ernst zu nehmen. Ja, wer ist denn schon wach hier? Guten Morgen. Ja, bei mir ist mal wieder so ein Morgen, den ich mir ab und zu mal einrichte, wo ich mir überhaupt am Morgen keine Termine mache, heute habe ich kein Coaching. Das ist so mein Freitag, wo ich einfach mal so am Morgen meine Seele baumeln lasse, mir richtig Zeit nehme für mich, respektive für das, was mich gerade so beschäftigt. Und deswegen gehe ich jetzt hier auch mal live, weil ich mir halt immer selber auch die Frage stelle, was sind deine Beweggründe? Wo kommst du denn her? Und jetzt war ich gerade so in Gedanken, habe gedacht, boah, wenn ich diese Person anschaue, die ich noch vor einem Jahr war, dann kann ich fast sogar ein bisschen traurig werden, weil ich spüre oder weil ich mich mit dieser Persönlichkeit wieder verbinden kann und auch weiß, was für Emotionen in mir gewohnt haben, was für Vorstellungen über mich, insbesondere wer ich bin in diesem Leben, mich tatsächlich bedrückt haben. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier so öffentlich spreche, weil ich denke, das geht jedem so. Ich denke, wir alle wissen ganz genau, wie wir uns in verschiedenen Situationen in unserer Vergangenheit gefühlt haben. Und vielfach tragen wir eben diese Gefühle noch mit uns rum. Und an diese Gefühle sind ja andere Sachen wie Groll und Ablehnung und Hass und das will ich nicht mehr und so lasse ich mich nicht mehr behandeln und warum bin ich so ausgeliefert, warum ist die Welt so böse zu mir, warum laufen die Dinge nicht, warum habe ich finanzielle Schwierigkeiten, warum bin ich so unfrei und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die haben ihren Einfluss auf uns. Und wenn ihr mit Dr. Joe Dispenza und sonstigen anderen Lehrern euch schon beschäftigt habt, dann ist doch ein wichtiger Punkt, dass wir nicht mehr diese Persönlichkeit sind, die diese Dinge fühlt und denkt und eben nach diesen Dingen auch handelt. Es gibt für mich keinen anderen Weg, als konkret bereit zu sein, aufzugeben, die Person zu sein, die wir waren, die sich nicht gut angefühlt hat, die sich nicht wohl gefühlt hat, die nicht in Ordnung mit sich selber war und 100% bereit zu sein, nicht mehr diese Persönlichkeit, nicht mehr diese Ausstrahlung zu haben, nicht mehr diese Gedanken zu haben. Die Ausstrahlung, die du hast oder die jeder hat, die kommt doch nur daher, was du denkst und fühlst. Und diese Gedanken und diese Gefühle, die strahlen wir permanent aus. Und so werden wir von der Außenwelt, ich will nicht mal sagen von den anderen Menschen wahrgenommen, aber so werden wir vom Leben wahrgenommen, von allem, von allen Teilen des Lebens, sei es von den anderen Menschen, sei es von Business, was auch immer du haben willst, sei es von deiner Gesundheit, du wirst von deinem Körper so wahrgenommen, wie du es ausstrahlst. Und wenn du ausstrahlst, dass du ein, wir haben ja so viele Bücher, in denen auch drin steht, ja, keine Ahnung, bei mir die Hüfte, du kannst nicht vorwärts gehen, du fühlst dich gehindert oder auch die Knie oder Selbstwerteinbruch, davon spricht ja immer die neue germanische Medizin, dass das so ein Konflikt ist, in dem wir uns immer wiederkehrend befinden, der Krankheit kreiert. Es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, aber das Wichtigste, die Essenz oder die klare Erkenntnis daraus ist doch, dass
das, was du denkst und fühlst und das, was du ausstrahlst, einfach wahrgenommen wird, sage ich jetzt mal, von aller anderen Energie oder Materie. Und eben dein Körper gehört auch dazu. Der nimmt einfach nur das wahr, was du permanent ausstrahlst, also was du permanent kommunizierst, was deine Einstellung ist zu dir und zu deinem Leben. Und wenn du diese Einstellung hast, dass dein Körper gebrechlich ist oder dass da draußen Menschen in der Lage sind, dich zu beeinträchtigen oder dir irgendwie den Weg schwer zu machen oder dich ablehnen können, wenn du glaubst, dass da irgendetwas ist in diesem Leben, das mehr Power über dich hat, das über dich auf irgendeine Art und Weise bestimmen kann, dann lebst du in einer ganz klaren Illusion, weil alles bestimmst nur selber du durch deine Einstellung, die du hast, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Und klar, wir wissen, ja, da ist das Unterbewusstsein und das kriegt Überzeugungen und hallo Sabine und Denkmuster eingetrichtert. Bruce Lipton sagt ja, in der Zeit bis 7 Jahre bist du unter Hypnose und kriegst alles so eingetrichtert und das glaubst du halt dann nachher, dass die Welt so funktioniert, dass du so bist, dass du so ein Mensch bist. Aber es zwingt dich ja niemand, das weiter zu glauben. Jetzt bist du ja erwachsen. Jetzt kannst du dir alles wissen, dir alles holen. Und deswegen bist du auch hier auf Social Media. Und du verstehst es auch alles, wie das funktioniert. Nur die große Hürde ist tatsächlich, das umzusetzen in das tägliche Leben, das umzusetzen in deine Arbeit, in deine Beziehung, in deinen ganzen Lifestyle umzusetzen, den so zu gestalten, dass du hundertprozentige Verantwortung übernimmst für alles. Und klar ist es schwer, wenn du jetzt noch irgendwie krank bist oder wenn du eingeschränkt bist und wenn es dir ganz, ganz schwer fällt zu glauben, dass du gesund werden kannst, weil dir alle Menschen sagen, ja, das ist unheilbar und das kriegst du nicht hin und damit musst du dich abfinden. Und sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nein, ich weiß und ich glaube, dass mein Leben nur ein Ergebnis meiner Energie ist. Ein Ergebnis, weil Denken, Fühlen sind auch nur Energie. Jeder Gedanke ist Energie, jede Emotion, jedes Gefühl, das du hast, ist Energie. Und wenn du weißt, dass diese Energie die Materie kreiert, auch die Materie, in der du lebst, eben deinen fleischigen Körper, dann kann es nicht sein, dass irgendwo Begrenzungen und Limitierungen sind. Und das kannst du wahrscheinlich auch noch annehmen. Nur, wie gehe ich damit um im täglichen Leben, mit all diesen Eindrücken, die ich im Außen habe, und insbesondere auch durch Social Media. Du kannst aufhören zu telefonieren, zu Fernsehen zu schauen. Das machen ja die meisten Menschen. Die haben ja schon begriffen, dass sie diese ganzen Horrornachrichten nicht mehr konsumieren müssen. Aber was machst du sonst noch? Du konsumierst Meinungen anderer Menschen. Vor allem, wenn du hier auf Social Media unterwegs bist, du konsumierst ganz, ganz viele Meinungen. Die einen Meinungen, die entsprechen dir, die anderen Meinungen triggern dich. Und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Informationen zu verarbeiten und zu schauen, inwieweit betrifft mich das. Was ist aber, wenn ich dir sage, dass nur dich das betrifft, was du eben erlaubst, dass es dich betrifft, dass du einen klaren Filter entwickeln darfst, wie du mit Informationen umgehst, dass du nicht denkst, dass irgendeine Information, die schädlich ist, tatsächlich von sich aus alleine etwas mit dir zu tun hat. Irgendeine Frühwarnung oder irgendein Horrorszenario. Sei es wirklich auch über die Umwelt, sei es über alles. Diese Horrorszenarien dürfen wir tatsächlich nicht mehr füttern.
wir dürfen da nicht mehr reingehen und Brot liefern und Futter liefern für solche Dinge, sondern wir sollten doch entscheiden, unsere Energie darauf auszurichten, auf das, was schön ist, auf das, was gut ist, auf das, was wir wollen. Und es fällt uns immer wieder so schwer natürlich, weil diese jahrelang uns eingepflanzten Überzeugungen natürlich nicht von heute auf morgen ihren Schnabel halten. Aber es lohnt sich sowas von, diese absolute hundertprozentige Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich kreiere 100%. Und es gibt nichts da draußen, keine, ich meine, wenn ich hier spreche, viele, viele Leute, ich weiß doch gar nicht, wer das hört. Aber warum mache ich es trotzdem? Weil ich weiß, dass es die Leute hören, für die das eine wichtige Message ist. Und die Leute, die das nicht hören können, warum sollte mich das berühren? Warum sollte ich aufhören, meine Wahrheit zu sprechen? Weißt du, wie wenig Menschen bereit sind, ihre Wahrheit zu sprechen? Weißt du, wie konditioniert wir sind, dass wir erstmal durch die Welt laufen und sagen, ja, das, was ich zu sagen habe, das ist nicht in Ordnung, weil andere Leute vielleicht eine andere Meinung haben. Warum sollte das, was du glaubst und was du denkst, deswegen weniger gut sein? Warum solltest du deine Meinung ändern, bloß weil viele andere eine andere Meinung haben? Nicht das, was viele glauben, ist deswegen richtig. Es gibt 100.000 Beweise, dass genau das, was die meisten heutzutage noch glauben, eben nicht richtig ist. Die Meinung, dass du manipuliert werden kannst, wenn du nicht möchtest, zum Beispiel, das ist nicht richtig. Niemand kann dich zu irgendetwas zwingen, von dem du nicht glaubst. Kein Arzt. Kein Arzt kann dir sagen, dass deine Krankheit zum Beispiel nicht heilbar ist. Das ist einfach eine Information. Aber ob du nach dieser Information leben möchtest, ob du nach dieser Information deine Emotionen ausrichten möchtest, ob du deine Entscheidungen auf Basis einer Information, die dir irgendwo gegeben worden ist, triffst, das entscheidest du immer noch selber. Wir glauben doch immer noch, dass wir auf irgendeine Art und Weise von anderen bestimmt werden können. Und das ist nicht so. Du bestimmst 100%, wie dein Leben ist. Du bestimmst 100%, wie du dich fühlst. Wenn du diese Klarheit für dich gewinnst, wer du wirklich bist und wie das Leben aus dir heraus funktioniert, wie das Leben kreiert wird aus deinen Gedanken und Gefühlen. Und so viele Menschen halten sich noch zurück, weil sie meinen, das Leben gibt ihnen vielleicht keinen Platz oder sie haben keine Berechtigung und all diese Geschichten. Das ist so falsch. Es ist so falsch und ich war so falsch. Ich war so falsch mit dem, was ich geglaubt habe und ich habe mich so, so schlecht gefühlt, so lange Zeit hinweg, bis ich genau so, so krank wurde, bis mein Körper sich genau so gefühlt hat, wie ich mich über ganz, ganz viele Jahre hinweg, keine Ahnung, boah, vielleicht 20 Jahre hat mein Körper ausgehalten mit kleineren und größeren Wehwehchen, kleineren und größeren Unfällen, die immer wieder verheilt sind, wo dann eine Kruste drüber kam und mit dem ich dann halt okay war. Aber letztendlich diese richtige Heilung von allem, die konnte niemals stattfinden, solange ich noch so war wie diese Person, die halt diese Meinung über sich hatte, die mir von anderen weitergegeben wurde. Und hallo Alexandra, hallo Casa. Und es ist so, so wichtig, dass wir bereit sind, all das loszulassen und nur die einzige Wahrheit zuzulassen über uns selber. Und zwar die Wahrheit, die sich wahnsinnig gut anfühlt. Und für die von euch, die wirklich auch fleißig meditieren und fleißig auch die Meditation von Dr. Joe Dispenza machen,
dann müsst ihr wissen, dass es doch so schön ist in diesen Meditationen, sagen wir mal Blessing, Segnung der Energiezentren und Hallo Jasmin, all diese Gefühle kennenzulernen und zu wissen, oh, es ist so wichtig, die Dankbarkeit zu spüren, weil die Dankbarkeit ist das Gefühl des Universums, der Schöpfung, der Liebe, aus der wir entstanden sind. Aber das die ganze Zeit in unserem Körper zu wissen, dass das unser Urgefühl ist, dass das unsere Ursicherheit ist, das ist so wichtig, so viel wichtiger als jeden Tag eine Stunde zu meditieren, von mir aus 2 Stunden. Aber irgendwann mal möchtest du ja in dieser Welt sein. Irgendwann mal möchtest du ja hier funktionieren. Irgendwann mal möchtest du tatsächlich deinen Platz finden und hier in Fleisch und Blut aktiv werden für das, was du wirklich bist. Und da möchte ich dich einfach, ich habe so selber diese Erfahrung gemacht. Und deswegen mache ich ja jetzt auch, sag ich mal, diesen Job oder diese Berufung hier, weil ich sehe, dass so viele Leute immer noch kurz davor wirklich stehen bleiben, bevor sie wirklich durchbrechen und bevor sie einfach okay sind, grandios zu sein, okay sind, super zu sein. Und auch wenn andere Leute sagen, boah, was willst denn du und was denkst denn du, das einfach wirklich nicht zu beachten, weil alle, auch jetzt die, wir haben ja das Geldmagnet-Mastermind abgeschlossen, da sind so viele dabei, die sind kurz vor diesem, ja, das ist ein doofes Wort, vor diesem Durchbruch, aber kurz davor, dass sie ihre alte Persönlichkeit verlassen und einfach sagen, ich bin neu geboren, ich bin neu erfunden und ich denke und fühle total anders. Ich erlaube mir das, auch wenn niemand mich so kennt, auch wenn niemand weiß, dass ich eigentlich die bin, wenn alle vorher geglaubt haben, ich bin die, die ich in der Vergangenheit war. Das ist der größte Sprung, den du machen musst. Und aus dieser neuen Person permanent denken, fühlen und handeln. Anders geht es nicht. Und es ist so was von beängstigend. Ich weiß, es macht so riesengroße Angst, diese Schritte zu tun und einfach zu sagen, ich bin doch jetzt jemand anders und dir das permanent zu sagen und diese, aus dieser neuen Person heraus zu handeln, aus dieser neuen Person heraus dich zu zeigen, jeden Moment und jedem. Und nicht zu denken, oh, was denkt der oder gefällt es dem oder was meint jetzt meine Mutter, wenn ich jetzt plötzlich jemand anders bin. Es soll nicht dein Problem sein, was deine Mutter meint. Und es soll auch nicht dein Problem sein, was deine Arbeitskollegen oder Freundinnen meinen. Das ist so eine Klette, das ist so ein Krallen. Wenn du, ich habe die wunderbaren Frauen, die ich begleiten darf, die haben immer das eine Problem. Ja, was soll da meine Freundin denken? Das muss dir egal sein. Du musst für dich selber gehen. Und das ist einfach das Allerschwerste. Unser sogenanntes Sicherheitsnetz von den Bekannten und von unseren Bekannten, die wir alle so kennen, und einfach die echt bereit zu sein. Du musst bereit zu sein, die vor den Kopf zu schlagen. Du bist bereit zu sein, einfach komplett andere Meinungen, andere Gefühle zu zeigen. Und dieses andere Gefühle zu zeigen, das ist eben dieses bedingungslose Gefühl, das du haben möchtest. Und vor allem, wenn es um Heilung geht, egal von welchem Thema, wenn es um Heilung geht, dann hilft dir nur ein Selbstwert, eine Selbstliebe, die unerschütterlich ist, die dir erlaubt, mit komplett offenem Herzen allem zu begegnen. Und wenn du das schaffst, dann musst du auch nicht mehr beurteilen. Und ich gebe dir jetzt einen Tipp. Wenn du hier auf Facebook bist, scroll durch die Posts, scroll durch die Infos, scroll durch die Sachen, die du siehst und schau mal, was macht es mit dir? Was macht es mit dir,
andere zu sehen, Erfolgsstorys zu hören, was macht es mit dir zu merken, dass es eigentlich eine Fake-Info ist, weil du dich eintunen kannst auf die Energie hinter dem Post? Was macht es alles mit dir? Was machen solche Geschichten mit dir, die du vielleicht hörst auf Facebook? Und schau mal, eigentlich sollte es gar nichts mit dir machen. Eigentlich sollte es nur dein Herz öffnen für das Leben. Für das, dass hier so viele Meinungen sind, dass hier so viele Varietäten sind, so viele Vielfältigkeiten an Sichtweisen, an Perspektiven, die alle da sein dürfen, die nichts mit dir machen müssen, die gar nichts mit dir machen müssen, wo du einfach nur anschauen darfst und aus dir heraus für dich, für dein Leben entscheiden und sagen, ist es ein cooler Impuls? Wow, nehme ich gerne an? Kann ich nichts damit anfangen oder betrifft mich das nicht? Auch okay, darf auch sein. Oder triggert mich das? Oh, super, warum nervt mich das? Warum regt die mich auf? Das sind die geilsten Sachen. Wieso regt mich der Post auf? Wieso regt mich die Nachricht auf? Wieso regt mich das Video auf? Das ist für dich einfach so eine coole Nachricht, die dir einfach nur sagt, was erlaube ich mir nicht, noch nicht zu sein, zu machen und zu leben. Und da ist so viel da draußen. Das regt uns immer so auf und unsere Partner regen uns auf. Und das heißt nur so viel, was erlaube ich mir noch nicht, was ich so gerne hätte in meinem Leben. Und dann geht es nur darum zu sagen, wow, das erlaube ich mir nicht. Ich möchte das aber. Okay, ich möchte das, also kann ich das. Und diese Klarheit für dich zu kriegen, dass keine einzige Bedingung dir irgendetwas verbieten kann, was du sein möchtest, was du tun möchtest, was du in diesem Leben, das du jetzt hier noch hast, leben willst. Und deswegen überleg dir, was du tun kannst. Hier geht es nicht darum, dass ich das Allheilmittel habe. Hier geht es mir nur darum, dir diese Perspektive zu öffnen und zu sagen, ja, tun, 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 tun. Ich darf jetzt tun. Ich darf Schritte tun. Ich darf wirklich Handlungen machen. Ich habe mich lang genug vorbereitet. Ich habe lang genug an meinem Mindset gearbeitet. Ich habe lang genug an meiner Vorstellung gearbeitet vom Leben. Jetzt darf ich das verinnerlichen und ich darf tun und jeder darf das sehen. Ich habe nichts mehr zu verstecken. Das ist auch so wichtig. In dem Moment, wo du irgendetwas von dir noch nicht zeigen kannst oder nicht drüber reden kannst, dann schränkt dich das ein. Aber in dem Moment, wo du okay bist mit allen Facetten, kannst du darüber reden. Für dich ist es sonnenklar. Ja, das waren Persönlichkeitselemente von mir, die haben mich zu diesen Handlungen getrieben. War nicht so toll. Alles gut. Weißt du, dich wirklich zu lieben mit allen Aspekten und zu sagen, klar. Das ist mein menschlich Sein. Das ist, ich bin Mensch und ich will auch Mensch sein und deswegen will ich als Mensch hier leben, aber als der Mensch, für den ich mich entschieden habe und nicht als der Mensch, für den ich konditioniert worden bin durch meine Vergangenheit, durch mein Umfeld, durch meine Familie, durch meine Stories, durch meine Erlebnisse, sondern als der Mensch, als der ich jetzt halt durchs Leben laufen möchte. Und deswegen, das ist meine Message und deswegen habe ich jetzt auch diesen nächsten Schritt für mein Coaching gemacht, dass ich sage, ich habe jetzt lange genug aufgeklärt, ich habe informiert, ich möchte jetzt Menschen tatsächlich die klare Hand reichen und sagen, hey, es ist ungefährlich, als diese neue Person durchs Leben zu gehen und diese Schritte zu tun und einfach zu glänzen und zu brillieren. Als das, was du sein willst, und zwar zu glänzen und zu brillieren. Ganz klar. Und wenn du den Leuten so in die Augen scheinst, dass sie Sonnenbrillen aufsetzen müssen oder dass sie sogar wegschauen müssen, weil sie so geblendet sind, weil sie nicht okay sind, noch nicht damit klarkommen, mit deinem Scheinen, dann darf dich das nicht davon abhalten zu scheinen.
Stell dir vor, die Sonne würde einfach nicht mehr scheinen, bloß weil ab und zu mal schlecht Wetter ist und die Wolken nicht zulassen, dass sie auf die Erde scheint. Kann sich die Sonne ja auch, das mag sie sich gar nicht erlauben. Und so sind wir alle Sonnen in diesem Sonnensystem. Und wir sollten uns alle erlauben, endlich zu scheinen auf unsere unglaubliche Art und Weise und auszuflippen und auszurasten in Schönheit und all diesen Gefühlen, die wir uns so mühsam erarbeiten in Meditationen und denken, oh, darf ich endlich fühlen, endlich fühlen. Und ich will sagen, geh raus aus der Meditation und lebe dieses krasse Happy-Leben, lebe diese krasse Dankbarkeit. Danke, Patricia. Meine Namensvetterin, danke, danke für göttliche Botschaften. Ja, wir haben alle diese göttlichen Botschaften. Das ist da, das kommt von überall, genauso wie wir uns eintunen können auf Botschaften, die uns klein machen, die uns nicht erlauben zu scheinen. Alles ist da, alles ist da. Wir können uns eintunen und morgens aufzuwachen und einfach zu sagen, wow. Ich bin so okay mit mir. Ich liebe das, was ich war. Ich liebe das, was mich hierher gebracht hat. Ich bin so, so dankbar für alles, was mich auf dieses Leben, weil das ist ja eigentlich toll, wenn ich die richtigen Perspektiven kriege. Und so ist es. Jetzt muss ich hier nochmal klicken. Da hast du noch mehr geschrieben. Ja, genau. Hey, vielen, vielen Dank. Also bitte, 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 packt euer Herz aus, schmeißt es auf die Straße und lasst euch nicht davon beirren, dass manche Menschen damit nicht umgehen können, weil sie es nicht gelernt haben. Und deswegen dürfen wir uns das hier gegenseitig beibringen, dass es total ungefährlich ist, unser Herz, unser wahres Sein auf die Straße zu bringen, auch wenn der Weg, der uns dahin gebracht hat und uns die Erlaubnis zu geben, hi, danke. Hallo Thomas, das ist doch wurscht. Hauptsache, wir schmeißen diese Liebe raus, weil es ist so ungefährlich und es ist die einzige Sicherheit, die wir haben können, zu scheinen und zu strahlen und rauszugehen und einfach zu schreien vor Happiness und die anderen anzustecken und wenn sie das Paar abschreckt, so what? In diesem Sinne. Also alle, die hier da waren, ich habe mich mega gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Schmeißt euer Herz auf die Straße, es ist total ungefährlich. Und Happy Day, meine Lieben. Mua, tschüss.